Das bekannte Verdikt Adornos zeigt, von welcher Position aus er seine Hörertypologie 1962 formulierte. Aber die aus der bildungsbürgerlichen Tradition herrührenden Wertungen, die in ihnen enthalten sind, verstellen leider oft den Blick darauf, dass ihm eine einsichtige, hilfreiche Typologie gelungen ist.
1975 legte Hermann Raue deshalb bewusst eine andere Kategorisierung vor, die von der Akzeptanz des Bereichs der Unterhaltungsmusik ausging. Aber bei aller Offenheit seiner Kategorien ist auch bei Raue, der aus der Musikpädagogik kommt und dadurch bekannt wurde, dass er früh die Popmusik als ernsthaften Unterrichtsgegenstand propagierte, etablierte und für ihn adäquate Zugangsweisen suchte, der strukturell und subjektorientierte bewusste Hörer das Ziel, also der, den Adorno Experten nennt. Auch der Experte wird vielleicht die Hintergrundmusik im Restaurant als angenehm empfinden, sich von der Musik im Kaufhaus nicht wirklich gestört fühlen, wenn er auch wohl zu den Kritikern solcher Musik gehören wird. Aber das wird der bewusst und strukturell Hörende wohl ähnlich sehen. Und bis ins klassische Konzert hinein reagiert das Publikum motorisch-reflektorisch, wenn sich das auch auf das Wippen des Fußes oder das Zucken in den Fingern reduziert. Vor allem werden auch die zerstreuten Unterhaltungshörer die Musik assoziativ emotional aufnehmen und ob sich diese Aufnahme wirklich von der bewusst empathischen unterscheidet, ist wohl nur im Einzelfall wirklich zu klären. Und in der Trias empathisch und assoziativ emotional ist der Bezug zum emotionalen Zuhörer Adornos leicht wiederzufinden. Dieser Zugang passt aber auch zur Beschreibung des guten Zuhörers. Und den Bildungskonsumenten und den Ressentimenthörer gibt es eben durchaus auch im Bereich von Jazz, Rock und Pop. Aber auch der subjektorientierte Hörer wertet nicht wirklich rein musikalisch immanent. »1974 verglich Dörte Hartwig Wichel sogenannte klassische und Popmusik und kam zu einer sehr aufschlussreichen Gegenüberstellung. Vor allem, weil sie die Gestaltung im Bereich der Popmusik auch in anderen Kulturen wiederentdeckte, damit die Idealvorstellung europäischer Kunstmusik als historische Sonderentwicklung auswies.« Alles Erklingende an der Musik ist emporgeschleuderte Ausstrahlung mächtiger Urvorgänge einer produktiven Subjektivität, denen die grundsätzliche Tendenz zum Ineinanderübergehen innewohnt. Musik ist lebendige, Einzeltönen übergeordnete Einheit, die Energien gehen in die sinnlich wahrnehmbaren Klänge über, erst an ihrer letzten Oberfläche tönt die Musik. Das Verstehen von Musik ist sinnliches, begriffloses Verstehen. Am plausibelsten gibt sich das zu verstehen, wenn Musik den Hörer so affiziert, dass er weg ist. Das heißt, in seiner aktuellen Existenz durch den Mitvollzug der Musik völlig okkupiert und absorbiert ist. Mag neben diesem Identifikationsprozess und durch ihn ausgelöst auch noch so viel an Befindlichkeit, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen,
Zustimmung, Abwehr und so weiter einhergehen, so handelt es sich dabei um Reaktionen auf das sinnliche, begrifflose Verstehen. Auch das Gefühl von Langeweile oder das Gegenteil davon, das Wegsein, sind Reaktionen, nicht der Akt des klangsinnlichen Verstehens selbst. Das Verstehen von Musik ist also das sinnliche Verstehen der binnenmusikalischen Definitionsprozesse. Das Verstehen von Musik ist also, dass sie im Hörer den Mitvollzug ihrer klangsinnlichen Definitionsprozesse auslöst, das Mitspielen des Spiels, wobei der Hörer in seiner augenblicklichen klangsinnlichen Existenz mit dem Gehörten identisch wird, da in beiden dasselbe geschieht. Definition von sinnlichem Sinn. Sie bedürfen keines Lehrmeisters, um verstanden zu werden, sondern geben sich durch sich selbst zu verstehen, indem sie ihre Spielregeln, das System ihrer Sinnstiftungen, den Sinnen sinnlich mitteilen, auch lehren, nämlich gewohnt machen. Fragt es sich, was mit dem Tonmaterial ausgedrückt werden soll? Lautet die Antwort: musikalische Ideen. Eine musikalische Idee ist bereits selbstständiges Schönes, ist Selbstzweck und keineswegs erst wieder Mittel oder Material zur Darstellung von Gefühlen und Gedanken. Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik.